Dann kann nämlich Matthias die Strecke von dem einmal übernehmen. Dann hat er nämlich schon mal den gleichen, die gleiche Strecke drin, was das Feld angeht. Wobei, ich glaube, ja, nee, werden wir nicht machen. Ich werde einfach nur die Daten übernehmen, halt 2 Meter Nordwesten, Osten. Und dann wird Matthias nochmal einmal mehr Vorgewende im Nachhinein haben, um dadurch zu verhindern, dass Stefan vielleicht bei seinem Vorgewende im Nachhinein einfach drüber fährt. Das hört sich blöd an, ne? Vorgewende im Nachhinein. Aber anscheinend heißt es so. Anscheinend heißt es, es heißt trotzdem, obwohl hier könnten wir einen mehr machen, ne? Warte mal, wir machen das mal. Ich habe das eigentlich auch bei der Landwehrkanal so gemacht. 19, ne? Bei der Landwehrkanal habe ich das so gemacht, dass der mit dem Grubber kriegt 5-mal und die Drillmaschine kriegt 6-mal und dadurch fährt er dann auch nicht darüber. Wo ist denn der Startpunkt? Doch Nordwesten gesagt. Ja, alles klar, der Startpunkt ist da hinten natürlich. Wie sollte es auch anders sein? Wie sollte es auch anders sein? Wie sollte es auch anders sein? So, jetzt ist wahrscheinlich die erste Folge gerade vorbei oder wird gleich vorbei sein und ich habe noch nicht eine einzige Kuh gekauft. Aber ich habe auch noch kein Geld, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich muss das erstmal nochmal auf die Reihe kriegen mit dem Geld und so weiter. Ist halt auch krass, ne? Wie schnell die Zeit um ist, muss man ganz ehrlich sagen. Ich hab noch nicht mal richtig angefangen und zack, sind die ersten 20 Minuten durch. So, den haben wir eingestellt. Dann holen wir uns den nächsten Kollegen. Wobei, den werde ich noch nicht draufsetzen. Da werde ich mir jetzt noch ein bisschen Zeit lassen. Bis ich den draufsetze. Dann machen wir auch 2 Meter. Nordwesten. Richtung Osten, genau. Der kriegt das Maximum. Und auch das Feld 19. Zack. Wo ist die Maschine? Da. Ich finde diese Drillmaschinen, diese kleinen Sämaschinen deutlich besser. Sind deutlich handlicher, deutlich angenehmer. Ist vielleicht weniger drin. Ja, maybe. Aber sie sind schön. Natürlich ist auch ein Problem, dass die keine Rüben mehr können. Ne? Das konnten die anderen ja. Das konnten die anderen ja sehr gut. Wir haben hier Weizen draufgepackt. Wir haben keine Gerste momentan. Ne, ne, dann machen wir Gerste. Dann machen wir Gerste. Zack, Gerste. So. Das ist eingestellt. Ich brauche noch den Modus genau. Und dann brauchen wir das Feld 19, dass er sich, genau, zum Hof. Dann brauchen wir irgendwas mit Saat. Was? Saatgut Ende, Saatgut Anfang. Feld 3. Ah, okay. Ja, verstanden. Hof, Saatgut Dünger. Nehmen wir die Strecke noch dazu. Und holen uns jetzt wieder Feld 19. Mit vom Hof. Zack, da hat er seine ganzen Strecken, die er so braucht. Hier haben wir auch noch keine richtige Überladezone und so weiter eingebaut, ne? Naja, das müssen wir dann, das machen wir dann die Tage nochmal irgendwann vernünftig. Das nächste Mal bei der nächsten Ernte, sage ich jetzt einfach mal. Und dann bei der nächsten Ernte sage ich, ach ja, nee, das machen wir bei der nächsten Ernte. Und dann bei der nächsten Ernte sage ich wieder, ach nee, das machen wir bei der nächsten Ernte. Und vielleicht machen wir es dann irgendwann bei der nächsten Ernte. Schauen wir mal. Irgendwann werden wir es bestimmt machen. Vielleicht bei der nächsten Ernte. Ach, Igo hat seine Aufgabe erledigt. Hm, stimmt, da war ja was. Wie sieht das eigentlich aus mit Jan? Der Steyr Multi ist voll mit Stroh und Weizen. Alles klar. Der Sampo ist fertig. Das müsste ja eigentlich bedeuten, dass der denn... also er ist voll oder nicht voll? Ich weiß es nicht. Curseplay? Fährt ihn irgendwie? Ich muss da gleich mal gucken. Ich muss da gleich mal gucken, was der da gerade fabriziert. Nicht, dass da irgendwie Probleme sind, die sich vermeiden lassen. Also irgendwie passiert da, glaube ich, gerade nichts. Und das ist nicht schön, wenn da nichts passiert. Dafür bezahlen wir ihn ja schließlich nicht, ne? Oh, ich hab mittlerweile einen neuen Mod draufgenommen, und zwar den Maschinenverleih. Und den finde ich ganz nice, weil da kann man sich dann ja Maschinen ausleihen. Das heißt, man muss sich nicht immer alles kaufen. Bis jetzt war ich ja immer so ein Mensch, der sich immer alle Maschinen gleich gekauft hat. Aber jetzt so mittlerweile
wo das Geld immer weniger wird. Ach, jetzt hat er gerade wieder draufgesetzt, oder was? Ja, anscheinend. Genau in dem Moment, wo er sich wieder draufgesetzt hat, bin ich reingesprungen. Okay. Genau, ich habe mir diesen Maschinenverleih-Mod runtergeladen und installiert. Finde ich ganz nett. Finde ich ganz nice. Kann man mal machen. Weil das natürlich den ganz großen Vorteil hat, jetzt kann ich mir Maschinen ausleihen. Und ja, muss nicht immer den ganzen Preis ausgeben. Ne? Jetzt zum Beispiel, was habe ich? Einen Kartoffelvollernter kostet dann nicht mehr die 200.000, die er normal kostet, oder 300.000, sondern kostet mich dann für einen Tag nur noch 20.000. Ne? Ist jetzt gerade am Anfang, ist es ganz angenehm. Klar, werden wir uns früher oder später auch einen kaufen. Aber wobei eigentlich, ja, eigentlich doch, einen zu kaufen ist, glaube ich, besser, als ihn ständig zu leihen. Weil wenn, spätestens dann, wenn wir an Leihgebühren den Kaufpreis ausgegeben haben, spätestens dann rechnet sich das ja schon, den zu kaufen und nicht mehr zu leihen. Weil wir haben ja keine Wartungskosten in dem Sinne. Na, ist jetzt ja nicht so wie im Real Life, wo du sagst, alles klar, ich hole den Lohnunternehmer ran, dass der dann halt die ganzen Unterhaltskosten von den Fahrzeugen hast und du hast nur einmal maximal diese Fixkosten, die Leihgebühr. Nee, das ist ja bei uns hier nicht. Das heißt, wir können uns ja quasi das Fahrzeug kaufen und dann später einfach, ja, ist halt so. Spätestens nach dem zehnten Mal oder nach dem zehnten Tag, wo wir es ausleihen würden, haben wir das Geld dann ja, fahren wir dann quasi ins Plus, ne? So muss man das ja mal sehen. So, ich will den mal kurz abwaschen, abspülen, wenn wir schon mal hier sind. Dass der einmal kurz gereinigt ist und auch das Mähwerk gereinigt ist, dass es halt anständig ist. Dann holen wir uns gleich den Schwader und dann kann der Brüher loslegen mit Schwaden. Und danach werde ich dann die Strecken einstellen, für dass die Maiskollegen abfahren können. Ich hätte mal den Karl hätte ich anlassen sollen, ne? Den Hürlimann. Da hätte ich mal den Motor anlassen sollen, damit ich sehe, wie sein Füllstand ist. Weil dadurch, dass der Motor jetzt aus ist, sehe ich den Füllstand nicht. Man sieht quasi immer nur im Mod oben die Füllstände und den Zustand des Fahrzeugs, wenn der Motor an ist. Schade. Aber so ist es halt. Ach so, und wir haben Sepp noch gar nicht draufgesetzt zum... Wir haben Sepp noch gar nicht draufgesetzt zum... Zum Düngen. Wenn ich die jetzt durcheinander bringe, ne, Sepp und Karl, dann tut's mir leid. Ich weiß nämlich gerade ganz ehrlich nicht mehr, wen ich welchen Namen gegeben habe. Ob jetzt dem, der jetzt gerade abtransport... Doch, der abtransport ist, glaube ich, klar, Karl. Ich glaube, ich habe gesagt, dass der mit dem großen Anhänger ist Karl und mit dem Dünger ist Sepp. So habe ich es, glaube ich, gesagt. Das müsste passen. So, jetzt fahren wir erstmal zu der kleinen Wiese, wo wir die Mähmission hatten. Da werden wir erstmal zusammenschwaden. Das können wir aber auch über Curseplay machen lassen. Haben wir dafür schon mal... warte mal, ich muss mal... Ach, ich habe schon wieder... Ich bin der Meinung, dass ich immer da drauf geklickt habe und dann fange ich an zu tippen und dann ist da doch noch nichts. Feld 10, Schwaden. Nee, Wiese hinterm Hof, Schwaden. Feld 1, Schwaden. Ach, okay. Mähmissionswiese oder so. Ach ja, hier ist Mähmission Feldrand, okay. Ja, stimmt, da war ja was gewesen, da habe ich mir ja die Strecke quasi gelöscht. Oh fuck. Hab mir ja die Strecke quasi gelöscht und danach fiel mir ein, Mist, ich brauche die Strecke ja noch für Schwaden und so. Schon ein bisschen doof gewesen, aber okay, passiert. Oh, dein Ernst? Na, jetzt ist es aber ein CP-Fahrer, die halten wenigstens mit Abstand. Die fahren nicht sofort drauf. So ganz krass. Wir brauchen 12,5 Meter, ne? Oder 12,5 Meter ist Maximum. Das heißt, ich werde ihn auf 11 Meter einstellen. Ich muss den Geräteversatz mal rausnehmen, weil der mich gerade ein bisschen irritiert. Zack, genau. Wir lassen ihn starten. Wo sind wir denn gerade? Wir sind ich würde sagen, wir lassen ihn im Nordosten starten. Wir fahren Richtung Westen.
Ich mache. Wir haben eigentlich genügend Platz zum Wenden, ne? Links und rechts. Ich habe eigentlich genügend Platz zum Wenden, glaube ich. Obwohl, wir machen einmal Vorgewende. Und ich lasse ihn gegen den Uhrzeigersinn fahren. So, dann holen wir uns mal die Strecke. Dann kann er nämlich da anfangen. Fährt einmal rum. Ja, das sieht gut aus. Das will ich aber auch abspeichern als Mission, habe ich das genannt, ne? Genau. Mission. Schwaden. Weil dann habe ich nämlich auch gleichzeitig die Strecke drin, um das einzusammeln wieder. Wobei das hier wird jetzt nicht so viel sein. Ach doch, wir machen das mit Curse Play. Dafür ist ja dieses Let's Play. Dieses Let's Play ist ja quasi ein... Eigentlich könnte man sagen, das ist kein Let's Play, sondern es ist ein Curse Play. Nein. Ein LPCP. So. Ich stelle mal den Abfahrer ein. Der begibt es auf so einen Punkt. Und der Igor startet damit durch. Sehr schön. Sepp. Sepp soll düngen. Ist der Dünger voll? Ne, den werde ich auffüllen. Dann braucht er nämlich auch keine Strecke zurück. Weil so viel ist das da oben auf dem Feld. 19 nicht. Ach, diese Feldnummer, ne? Das ist aber auch immer ganz schön viel, muss ich ganz ehrlich sagen. So, dann machen wir mal auf 24 Meter runter. Dann haben wir da nämlich auch ein bisschen Überschneidung. Feld 19. Zack. Wir lassen ihn auch starten im Nordwesten Richtung Osten. Ja, ich mache hier einmal Vorgewende und dann ist gut. Und dann ist gut. Ich lasse ihn einmal durchheizen. Der wird auf dem kleinen Feld wird er nicht sein Dünger leer machen. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, dass da der Düngerstreuer leer wird. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Ich brauche gleich erstmal was zu trinken. Ich muss mir gleich was zu trinken einstecken. Ich habe momentan noch nichts hier stehen. Ein bisschen unvorbereitet quasi heute. Mal wieder. Mal wieder. Ich überlege, ob ich meine Cam woanders hinsetze. Weil mittlerweile ist ja die... Meine Webcam ist mir... Also, ne, die mich aufzeichnet hier gerade, ist mir schon ziemlich dicht gegenüber. Früher war das immer so ein bisschen, dass sie noch ein bisschen leider nach Dark gesessen hat. Und dann habe ich immer nach da geschaut. Also, ich zeige das jetzt gerade mit den Händen, weil links und rechts ist ja ein bisschen... Ich weiß gar nicht, ich müsste das jetzt auseinanderdrehen, damit das für euch wieder passt. Auf jeden Fall ist sie mir jetzt direkt der gegenüber, die Cam. Und dadurch müsste ich eigentlich nicht mehr jetzt in eine Richtung gucken, wenn ich zum Spiel runter gucke, sondern eigentlich direkt runter. Und dann könnte ich eigentlich auf die andere Seite gehen unter das Geld, unter die Uhrzeit, weil da störe ich dann wirklich niemanden, außer wenn Geld reinkommt. Und was wollte ich noch sagen? Und ja, wenn ich da mal rüber gucke zu meinem Kontrollmonitor, dann gucke ich wenigstens zum Spiel. Wisst ihr? Ich glaube, das mache ich. Das probieren wir mal aus. Das will ich mal ausprobieren. Und das gucke ich mir mal in der Vorschau an. Und er zieht hier ganz schöne weiße Strichchen rein, ne? Der Kollege. Oder zieht er die danach wieder raus? Da sind ganz schöne Striche drin. Das finde ich aber ein bisschen schade. Warum macht er die da rein? Hat er die komplett durchgezogen, oder? Hä? Ich habe ihn noch extra so viel... Überlappung gegeben. Oh, guckt euch das mal an. Ist immer so dieser Anfang, ne, anscheinend. Was ist da los? Guck mal, hier ist er mega überlappend. Oder ist das... Na, der Igor ist schon fertig mit seinem... Igor ist schon fertig mit seinem... Mit dem Schwan. Das heißt, hier können wir gleich weitersetzen. Und der macht ja gerade eine Überführung. Nee, ne? Ist der andere Strich eine Überführung? Dass er da eh nochmal rüberfährt? Das könnte sein, ne? Ich finde es ein bisschen... ja, müssen wir mal abwarten. Mal gucken, was er daraus macht. Vielleicht kommt da noch was. Weil eigentlich ist er ja ziemlich... Oh, warte mal, habe ich einen Versatz noch drin?
Ah, ich habe noch einen Bahnversatz drin, alles klar. Wir müssen ihn nochmal neu draufsetzen. Deswegen, daher kam das. Ah, I'm so sorry, ich habe es vergessen, dass da noch ein Bahnversatz drin ist. Da muss ich aber auch gleich gucken beim, bei Matthias, der die Drillmaschine drauf hat, dass der, dass ich da auch den Bahnversatz rausnehme. Ah, da habe ich nicht dran gedacht, an den Bahnversatz. Das ist natürlich ärgerlich. Aber gut, dass es aufgefallen ist. Gut, dass es aufgefallen ist. Ansonsten, wenn das, oder dass es jetzt so früh schon aufgefallen ist, wenn das noch später aufgefallen wäre, dann wäre er richtig doof. Dann kannst du das ganze Feld nochmal machen lassen. Aber da müsst ihr immer drauf achten, ne? wenn ihr irgendwie mit Bahnversatz rumarbeitet, rumhantiert, dass ihr den dann auch wieder rausnimmt. Na, hier bei Igor haben wir eigentlich drauf geachtet vorhin. Aber jetzt bei dem Kollegen nicht so sehr. Ja gut, das sieht gut aus. Das sind zwei Striche, die hat er sauber zusammengezogen und alles gut. Dann fahren wir mal runter zum Feld 10 und schwaden da alles zusammen. Kann ich hier vorne durchfahren? Eigentlich schon, ne? Ach, guck mal, wir sind doch hier jetzt eigentlich schon bei dem anderen Feld, ne? Dann kann er doch hier erstmal schwaden. Oh, sehr schön. Das ist ja, wie haben wir die Wiese dann genannt? Das ist Wiese 9, ne? Oder 9 Wiese oder so? Warte mal, ich suche mal nach Wiese. Wiese 9 Mähwerk. Ne, Feldrand. Das ist das Richtige, was wir suchen. Alles klar. Dann kriegt der... Da ist jetzt nicht so viel Platz, ne? Da würde ich ihm lieber ein Nachgewände oder Vorgewände mehr mitgeben. Und dann soll er da starten. Wo hat er denn seinen Startpunkt jetzt hier? Wo hat er denn seinen Startpunkt? Bla 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 bla. Ach so, den habe ich jetzt auch gegen Uhrzeigersinn gemacht. Naja, ist ja nicht so schlimm. Wie hießen die Strecken? Feld 9, okay. Feld 9. Wiese. Schwaden. Alles klar. Das ist auf jeden Fall das Richtige, ne? Ja, das sieht sehr, sehr gut aus. Gut. Dann kommt er da unten drauf auf den Point und kann loslegen mit dem Geswade. Dann haben wir das nämlich hier schon abgefrühstückt. Das ist ja easy. Dann kann er auch gleich... Ah, das ist doch schön. Dann später beim Einsammeln kann er nämlich auch von der Mähmission gleich hier rüberfahren, einsammeln und dann ja von hier aus wieder zurückfahren. Weil auf der Mähmission liegt ja nicht so viel Zeugs. Ne? Das ist ja echt ein bisschen... Das ist ja sehr wenig, da außer Licht. So, meine Freunde, das war's auch wieder mit dieser Folge. Ich bedanke mich bei euch ganz recht herzlich fürs Einschalten, Zuschalten, Reinschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne noch ein Like da bzw. ein Abo, falls du meinen Channel noch nicht abonniert hast. So, des Weiteren findet ihr auf dieser wunderbaren Seite, jetzt auf der linken Seite, einen Link zum vorherigen Video, falls du quer eingestiegen bist. Und auf der rechten Seite findest du einen Link zur gesamten Playlist, wo du alle Folgen von dem Farming Simulator 2015 auf der Map Tour Rivers dir anschauen kannst. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass du reingeschaut hast und wünsche dir noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.